Der Air Service Hannover ist ein Unternehmen des Flughafens Hannover. Die Firma übernimmt auch die Abfertigung von Frachtgütern sowohl für den Transport in der Luft wie auch auf der Straße. Herr Schulte ist Azubi als Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen. Er hat öfter auch mal mit Gefahrgut zu tun. Da muss man besonders sorgfältig sein. Können Sie uns erklären, was Sie hier gerade gemacht haben? Ja, also wir haben ja Gefahrgutpackstücke, Fässer in dem Fall. Und es ist halt wichtig, um einen sicheren Transport, vor allem in der Luftfracht, zu gewährleisten, dass ja, gewisse Vorschriften eingehalten werden. Und wir bekommen halt Papiere angeliefert mit den Packstücken zusammen, die wir abgleichen müssen. Es ist halt wichtig, dass die hier zu sehenden Aufkleber draufstehen, dass ein Empfänger draufsteht und dass halt, was ganz wichtig ist, um einen sicheren Transport vor allem zu gewährleisten, die Angaben in den Papieren mit denen auf den Fässern übereinstimmen. Warum haben Sie diese Ausbildung ausgesucht? Der Bereich Logistik, der Bereich Luftfahrt bietet einen interessanten Ausbildungszweig, denke ich immer. Im Sommer habe ich erfolgreich das Abitur hinter mich gebracht und in dem letzten Abiturjahrgang wurden immer diese Abi-Magazine verteilt, worauf zu lesen war, der Aufmacher Logistik voll im Trend. Daraufhin habe ich mir einen Artikel durchgelesen und da war im Hintergrund eine Maschine der Lufthansa zu sehen. Und was mich sofort angesprochen hat, weil von klein auf war für mich klar, ich wollte zur Fliegerei. Das war der eine Punkt. Zum anderen, Logistik, denke ich, ist ein Beruf mit Zukunft. Frau Hofmann erklärt Herrn Schulte die Abläufe für den Transport. Okay. So, und dann fragst du nach, dass wir eine Sendung bekommen haben aus Johannesburg und du fragst, wer das hier in Hannover abfährt, mit welcher Agent. Schulte, Erste bis Hannover Flughafen, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage und zwar haben wir für Sie eine Importsendung aus Johannesburg erhalten und ich bräuchte den Spediteur, mit dem Sie vor Ort in Hannover zusammenarbeiten. Dann versuchen wir es dann nochmal. Ich bedanke mich. Wir sind ein Luftfracht-Handlingsagent und sind in den Bereichen Import und Export von Luftfracht zuständig. Welcher Schulabschluss wird für diesen Beruf benötigt? Also mindestens der Realschulabschluss und Abiturienten werden natürlich auch gerne gesehen. Übernehmen Sie Ihre Azubis nach bestandener Prüfung? Die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall, hängt von jedem Azubi selber ab. Und welche Bewerbungsunterlagen würden Sie denn erwarten? Auf jeden Fall vom Äußerlichen her eine gut gepflegte Mappe, mindestens 3 Zeugnisse, Lebenslauf tabellarisch und auch keine Rechtschreibfehler in der Bewerbung drin.